Wenn ihr noch auf der Suche nach der ein oder anderen Idee für ein Weihnachtsgeschenk seid, dann seid ihr in diesem Video genau richtig, denn ich zeige euch 5 3D-Druck-Ideen, die ihr als Weihnachtsgeschenk oder als Beigabe verwenden könnt. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie vom Weltkulturerbe. Den Anfang machen wir mit diesem kleinen Astronauten. Den habe ich schon mal in einem Kurzvideo gezeigt und ihr habt gesagt, ey, das Ding ist ganz cool. Laden könnt ihr das Ganze von der Seite STLFlix, da habe ich es auch her. Und ihr seht schon, wofür das gedacht ist, nämlich für die ganzen Brillenträger, beziehungsweise aber auch für die Sonnenbrillenträger. Und ich habe mir überlegt, hey, ich drucke das mal in allen möglichen Farbkombinationen und gebe das einfach mal Geschäftspartnern oder auch in der Familie als kleine Beigabe zu den Weihnachtsgeschenken mit dazu. Denn sowas kann eigentlich jeder gebrauchen, selbst ich, weil ich habe zwar eine Brille, aber ich trage auch oft mal eine Sonnenbrille. Und so habe ich wenigstens einen schönen Ort, wo ich es am Schreibtisch oder auch unten im Eingangsbereich hinstellen kann und meine Brille ordentlich drauf ablegen kann, damit sie nicht auf den Gläsern landet oder sonst irgendwie im Dreck verkratzt. Da muss ich sagen, ist es echt eine coole Idee. Den Link zu allen Dateien packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung, damit ihr das Ganze runterladen und selbst drucken könnt. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Weiter machen wir hier mal mit diesem Portal Companion Cube. Das ist ein, naja, ein Würfel aus einem Computerspiel, was ich sehr feiere, weil es halt eigentlich mal ein Computerspiel ist, was vor einigen Jahren released wurde von Valve, wo es nicht um Gewalt eigentlich an dem Sinne geht, sondern wo man einfach nur mit einer Portalgun durch die Gegend rennt und versucht dadurch entsprechend seine Gegner auszuschalten. Und diesen Würfel finde ich einfach genial, nicht nur weil hier oben jetzt entsprechend ein Loch drin ist und dann Tempo-Rapport, sondern weil das halt einfach eine Tempo-Box ist. Ja? Es ist ein Cover, also eine Abdeckung für eine Tempo-Box und statt dass man diese Pappbox dann auf seinem Wohnzimmertisch rumstehen hat, hat man diesen stylischen Companion Cube rumstehen und ich muss sagen, das macht wesentlich mehr her als so eine Pappbox. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Gehen wir mal auf die rechte Seite und da seht ihr hier vorne ein paar kleine Miniaturen. Und wenn ihr jetzt den einen oder anderen kennt, der gerne Dungeons & Dragons oder aber auch Warhammer oder irgendwas in der Richtung Tabletop spielt, dann könnt ihr euch mal Loot Studios angucken. Die haben nämlich geniale Figuren, die Jungs von STLFlix auch. Ich packe euch mal ein paar Links zur Plattform, wo ich meine Miniaturen runterlade, entsprechend in die Videobeschreibung rein. Das könnt ihr natürlich auch drucken, wenn ihr wisst, der Beschenkte, der spielt gerne D&D oder Tabletop, dann ist sowas natürlich auch ganz cool. Und wenn er vielleicht sogar einen 3D-Drucker hat, wäre natürlich so ein Abonnement oder aber auch so ein komplettes Paket von Figuren, die er sich selbst drucken kann, natürlich auch was Cooles. Und damit machen wir mal weiter mit dem, was hinten dran steht, nämlich der TARDIS. Da geht mir persönlich, muss ich echt sagen, das Herz. Ich bin schon seit Jahren eingefleischter Dr. Who-Fan und gucke mir auch die aktuellen Specials jetzt zur Weihnachtszeit an. Und ich habe mir gedacht, okay, muss endlich mal die TARDIS soweit fertig bauen. Ich habe schon die ersten Teile schon seit Jahren bei mir im Regal liegen. Gedruckt habe ich das Ganze in Ethan PLA Plus in Blau, als auch in Kaltweiß. Das heißt, die Fenster, hier oben die Schriftzüge bei der Policebox, alle in Ethan PLA Plus. Das schwarze ist Elego PLA und das transparente ist Sambo PLA, halt einfach in Transparent gedruckt. Und ich muss sagen, mit dem Ergebnis, wie es rausgekommen ist, bin ich sehr zufrieden. Das Ganze lässt sich eigentlich bis auf die Fenster und den oberen Teil eigentlich nur zusammenstecken. Ja? Also hier oben die Lampe zum Beispiel, die würde ich natürlich festkleben. Hier oben habe ich auch den oberen Teil festgeklebt. Aber ihr seht schon, hier unten kann ich den Boden abnehmen. Das ist einfach deswegen, weil ich hier unten nochmal die Basis neu drucken möchte
um dort nochmal eine LED-Beleuchtung einzubauen. Denn wir wissen aus den aktuellen Specials, dass hier oben die Lampe anders leuchten kann als der Rest hier drin. Und deswegen möchte ich hier oben nochmal eine Decke einziehen, damit die Lampe hier oben separat angesteuert werden kann. Und natürlich hier der Bereich, der Hauptbereich, entsprechend farblich angesteuert werden kann mit Licht. Das ist nochmal ein bisschen ein kleines Projekt, was in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht nach Weihnachten, Anfang nächsten Jahres folgt. Und da freue ich mich natürlich schon tierisch drauf, weil ganz ehrlich, das muss sein. Und nach der Tat folgt der Sonic Screwdriver. Gehen wir mal hier auf die linke Seite und da seht ihr schon sozusagen das letzte Objekt, was ich gedruckt habe. Das hat bei mir jetzt 41 Stunden und ein paar Minuten gedauert, aber auch nur, weil ich den Drucker abends runtergelegt habe. Welcher Drucker, erfahrt ihr auch bald, deswegen Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Ich habe nämlich einen neuen Drucker und damit bin ich so ein bisschen semi-zufrieden. Das erfahrt ihr bei dem Video. Und gedruckt habe ich hier den Chinese Dragon Wine Holder von STL Flix. Kann ich euch nur empfehlen, die Seite. Ich bin echt begeistert. Kommt aber auch nochmal ein Video dazu. Und das hier ist wirklich was für jeden Weinliebhaber. Gedruckt habe ich das Ganze in Filamentum Vertigo Starlight Blue. Das heißt also, schimmert je nach Blickwinkel entsprechend ein bisschen lila, ein bisschen türkis. Hat Glitzerelemente drin. Finde ich unheimlich gelungen, das Teil. Es gibt Fotos von Leuten, die das Ganze in Weiß gedruckt haben, vermute ich mal. Und dann einfach mit einem Bronzespray und einem Washing entsprechend lackiert haben. Finde ich auch mega schick. Und es passt natürlich auch so eine Weinflasche mit da rein. Und das finde ich echt ein Hingucker für jeden Wohnzimmertisch oder für jeden Esszimmertisch. Falls man gerne Wein trinkt, ist das auch eine gute Idee. Natürlich in Kombination mit einer schönen Flasche Wein. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe aber jetzt nichts Großes, ich renne einfach in den Elektronikfachmarkt oder was weiß ich wohin und kaufe einfach eine Geschenkkarte, also so eine Giftkarte. Und ihr wollt gerne wissen, wie ihr das verpacken könnt, dann habe ich hier diese schöne Spiral Box, die lässt sich auch oben erst einmal, ihr merkt schon, kann man nicht auseinanderziehen, sondern muss das Ganze erst aufschrauben und dann, tada, gibt das Ganze das innere Preis. Ich habe jetzt hier ein kleines Geschenk, bloß ein bisschen Süßkram für jemanden reingepackt. Ist auch eine schöne Geschenkverpackung. Sieht vor allen Dingen nicht einfach so aus wie so eine Standardbox mit Schleifen oben drauf, sondern man kann es durch die Farbkombination natürlich auch noch ein bisschen highlighten. Zum Beispiel hier im Vertical Starlight mit dem Kupfer oder sonst was in der Richtung. Da ist euch natürlich entsprechend in der Richtung keine Grenzen gesetzt in der Fantasie. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt einen Bambus-Slicer oder Mosaik-Pellet oder auf die MMU von Prusa, könnt ihr natürlich auch hier die einzelnen Elemente nochmal einfärben, könnt die natürlich Farbe drucken. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich gesagt habe, okay, es ist eine Geschenkverpackung und das reicht mir soweit. Entsprechend, es muss fertig werden vor Weihnachten. Ja. Und dann habe ich noch mal was, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht unbedingt noch was, um Geschenkpapier zu schneiden, und ihr seid so ungeschickt mit der Schere beim Geschenkpapier schneiden wie ich, dann druckt euch doch einfach mal dieses Teil hier. Das ist ein Geschenkpapiercutter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding macht mir das Leben sowas von leicht. Ich habe damit das Geschenkpapier perfekt zugeschnitten bekommen, damit ich alles Mögliche an Geschenken verpackt bekommen habe. Und das Ding ist relativ einfach gedruckt. Das dauert ein paar Stunden, bis es fertig ist. Ja, okay. Aber hier unten kommt einfach ein Teppichmesser rein oder jetzt ist eine Rasierklinge oder irgendwas in der Richtung, was ihr da reinstecken könnt. Und dann könnt ihr ganz normal damit das Papier durchschneiden. Das geht wie Butter, wenn ihr es richtig macht. Und das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp, muss ich sagen. Nutze ich unheimlich gerne, habe ich für jedes Geschenk dieses Jahr benutzt und kann ich absolut nur empfehlen. Und dann mache ich noch mal ein bisschen Werbung in Eigenregie. Wenn jemand gerne liest oder sich gerne mit dem Thema Kryptowährung bzw. Bitcoin beschäftigt, könnt ihr natürlich noch das Buch bestellen von mir, das Bitcoin einfach. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr dann in die Bestellung nochmal als Notiz euren Namen dazu schreibt, packe ich euch nochmal eine Widmung mit rein. Damit wären wir auch schon durch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und gerne solche Videos öfter sehen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank an meinen Sponsor und natürlich auch an meine Patreonen, dass die mich mittlerweile so zahlreich unterstützen. Und damit haut's rein, happy printing und ciao.